Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, aber wirklich morgen. Das ist 5 Uhr in der Früh. Ja, wir sind seit circa kurz vor 4, oder? Sind wir aufgewacht? Um 3.30 Uhr bin ich aufgestanden. Und heute ist es soweit. Heute fahren wir nach Italien. Yay. Ja. Ciao, Bella. Ja, ciao. Davor müssen wir aber noch die Pakete wegbringen. Die letzte Bestellung von... aus dem Online-Shop geht jetzt an euch raus. Weil wir haben noch gestern ein riesengroßes Paket bekommen. Das haben wir schnell abgepackt und jetzt bringen wir es halt. Wir warten nur, dass hier die Filiale aufmacht. Und jetzt geht's genau. Die ganze Bande ist hier. Patrick sitzt in der Mitte dabei. Ich und der Patrick werden Zeit, dass wir mal tauschen. Aber jetzt bringen wir mal die Pakete, oder? Genau, und dann haben wir auch seinen Kaffee, oder? Ja. Der Papa hat die armen Kinder zugestellt mit so einem riesengroßen Karton. So. Und hier noch die drei. Wir haben uns jetzt auch einen Kaffee geholt. Der Papa hat ihn schon inhaliert, sozusagen. Ja, das ist lecker. Sehr gut. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Weiterfahrt. Wir sind noch in Wien. Also wir haben noch ein kleines Stück vor uns. Bis 5.30 Uhr und die Mama hat schon Hunger. Also, 30 Minuten später. Wir haben nichts zu Abend gegessen, oder? Nicht? Nö. Ich habe nur die Schnitzel gemacht. Ja, genau. Ja, mein Lieber. Ich genieße mal meinen Kaffee und ich melde mich auf jeden Fall von der Weiterfahrt von später dann. Also ich kenne meinen Kaffeevertrag. Noch ein Kaffee? Kein deiner? Nein! Wir sind hier bei unserer ersten kleinen Pause sozusagen. Hier kommt der Papa von der Toilette. Ja, alles perfekt. Aber das war sauber, die Toilette, gell? Ja. Wir haben jetzt noch circa 5 Stunden Fahrt vor uns, oder? Und ich habe ein bisschen geschlafen auch. Ich würde gerne länger schlafen, aber dieser Mann mich nicht lassen. Alle schlafen wie, keine Ahnung. Er weckt mich auf, er Schlafwaggon. Er tanzt. Auf jeden Fall ist das Wetter nicht so schön, schaut mal. Es hat auch zwischenzeitlich geregnet. Und dort bei unserer Urlaubsstation ist auch Regen heute. Aber nur heute. Ja, und am Samstag. Ja, und dann habe ich das Wetter angeschaut, bis am Mittwoch 31 Grad. Ja, Mann. Yes. Die Kinder schlafen alle. Der Philipp ist jetzt noch wach und spielt ein bisschen. Sollen wir noch irgendwo rausfahren und tanken, oder? Aber wie lange? Also wir sind übrigens noch in Österreich. Also wir sind in Villach, ja. Wir fahren in Villach. Wir fahren nicht immer in Villach. Wir fahren jetzt weiter. Machst auf, bitte. Ich habe hier so ein, aus der Kühlbox so ein Getränk. Sehr lieb von dir. Ein Love Himbeere. Ich habe mir auch für mich Leibniz-Keks ein Mini mit Schokolade überzogen rausgeholt. Ein Polster, bitteschön. Danke. So. Let's go weiter! Schokolade bleibt da. Das ist ein Zeichen, dass ich sie essen muss. Und zwar jetzt. Jetzt. Leute, es ist soweit. Wir sind bald in Italien. Yes. Guck zu Carabinieri. Sie schauen aber gefährlich aus, die Italiener. Ich träume gar nicht viel mehr. Carabinieri. No, signore, no. Mafia. Ein Biglietto? Ja, Papa, wir sind nicht in Italien, bist du Italiener per se. Hola amigo! Das ist falsches Land, aber okay. Ne? Hola amigo ist falsches Land, aber passt schon. Ciao Bella! Oh Gott! Das war mal italienisch, oder? Ja. Wir sind jetzt auf italienischem Boden. Ja, das riecht schon nach Pizza und Pasta. Mamma mia! Ja, genau. Fritto misto. Fritto misto, riecht das mehr? Ja! Ja, wie lange haben wir noch? 4 Stunden und 40 Minuten. Das ist nichts. Schau mal, wie lange der Autobahn kostet jetzt. Schau mal an. Überrasch dich, lass dich überraschen. Steht da irgendwann Preis? Das ist immer so eine Überraschungssache, gell? Ja, genau. Das ist die Inflation. Die Italiener werden es wissen, aber wir wissen es nicht. Und es ist auch nirgends ausgeschrieben. Nein. Das ist mein Geschirr abwaschen. Achso, glaubst du, das ist kein Geschirr? Zusammenkehren. Ja! Thank you.
Wir haben jetzt einen neuen Fahrer für die restliche Strecke. Papa setzt sich in deinen Kindersitz. Schau, Mini-Papa und da ist Mini-Diana. Okay, ist das nicht deine Diana? Tschüss. Willi, Willi. Ja. Er ist schon vorbereitet. Enjoy the sea. What? Mit Würstel? Ja? Wir fahren jetzt weiter. Der Patrick sitzt jetzt vorne und ich sitze jetzt hinten beim Philipp und bei der Luisa und kann ein bisschen mit ihnen spielen. Philipp hat jetzt schon sein Feuerwehr-Sam-Puzzle. Michelle schläft, ja. Lara, musst du Lara machen? Lara schaut weiter. Da, musst du es drehen, Philipp, so, so. Und dann, fest, rein, drückst rein. Gesundheit, Lara. Gesundheit. Nochmal. Das auch, ja? Musst du drehen. Jetzt reinstecken. Super! Sehr gut, Philipp! Dann macht das auch aus. Ist der Philipp wieder rein? Ja, ja, da rein. Ja, super. Super, mein Gott. Was machst du? Machst du jetzt malen wieder mit Filzstift? Hast du mit Buntstift Ringe auch schon gemalt? Nö, die mag ich mal zu Hause malen da. Aber das haben wir ja für die Fahrt gekauft. Kannst du ja jetzt auch malen, wenn du Lust hast. Hast du schon Sticker geklebt? Ja. Wow. Schaut mal, die Luisa hat ihr Sticker-Album schon voll mit Pop, oder? Wow, sehr toll. Das habe ich übrigens im Autoputz-Video gezeigt, falls ihr das gesehen habt oder nicht gesehen habt. Da habe ich die Organizer befüllt und das ist eine super, super Idee, sowas zu machen. Weil das sind die Kinder halt echt super beschäftigt. Luisa malt schön, gell, mein Schatz. Der Philipp schaut sich jetzt sein Tierbuch an. Er kann das richtig toll schon. Er kann schon wie eine Katze. Philipp, sagst du mal, miau. Wo ist die Katze? Miau. Miau. Ja, super. Miau. Na, das, du kannst das sicher schon toll sagen. Was siehst du hier? Wie viele... Was ist das und wie viele sind das? Wie viele sind das? Zwei. Sehr gut. Und der hat eine rosa Farbe. Wie gleich von mir. Eigentlich ist das pink. Pink und wie gleich von mir. Den Daumen, ja. Was ist da? Ein Ball, das war so schwarz. Ja, und das ist hinten? Blue. Türkis heißt Blue, nein, das ist Türkis. Türkis? Ja. Vati, was glaubst du, dass die Autobahn ausmacht? Ach so. 150. 150 Euro? Hm. Na, okay, nicht. Wie viel? Ich schätze mal so um die 60 Euro für dich. 140 Euro? Ja. Scusi. Das ist too late. Was sagst du mal? 50, ich habe 60 gesagt. Schauen wir mal. Ich glaube, ich bin ein Stück zu weit. Introdurre il biglietto. Warte kurz, momento. Introdurre il biglietto. Introdurre il denaro. 36,70 €. Ui, ich habe gewonnen. Nix. Wo gebe ich die Münze rein? Ritirare il resto. Arrivederci. Arrivederci. Bella! Papa ist italienisch. Che bellissimo. Was ist das? Okay, oder? Also ich kann mir vorstellen, hier zu wollen. Im Sommer. Was ich abschneiden. Ach so.
meine Lieben, wir sind nach 10 Stunden endlich angekommen. Das Wetter ist gar nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Die ganze Bande ist da, die Mama geht jetzt gleich Check-in machen. Was? Ja, also Check-in. Brauchst du Hilfe beim Englisch? Oder? Ja, bitte. What can I do for you? Ich will euch was Cooles zeigen. Könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr war es doch noch so Kaka-Game. Ja, so ein bisschen ausgebleicht und ja, die Farbe ist ein bisschen abgegangen. Aber diesmal haben die gewusst, dass wir erneut kommen und haben gesagt, jetzt mach mal lieber. Ich zeige euch mal kurz den Strand, das ist ein Traum. Oh mein Gott. So meine Lieben, wir haben jetzt schon Check-in gemacht und sind jetzt schon am Zimmer. Wir haben jetzt zu unserer Enttäuschung leider nicht dasselbe Zimmer wie letztes Jahr bekommen. Wir dachten, dass es das ist, aber wir haben in der Buchung mal was verändert wegen dem Datum und ich glaube, dass wir dann ein anderes Zimmer bekommen. Weil letztes Jahr hatten wir Blick aufs Meer und dieses Jahr haben wir Blick auf Straße, zeige ich euch. Das ist unser diesjähriges View auf die Promenade. Ich frage mich dann auch, wie die Lautstärke so sein wird, weil ja halt hier ein bisschen was los ist. Und das Meer ist halt hier um die Ecke quasi. Letztes Jahr waren wir auf der anderen Seite und ich glaube, wir waren so in dem zweiten Stock oder so und haben halt direkt drauf gesehen. Ja, egal. Halb so wild. Das Zimmer ist dafür, finde ich, ein bisschen schöner. Die Bilder sind auch echt schön aus. Die Bilder, ja, die Bilder sind mir recht Banane. Banane? Ja, gell, Willi? Eiswürfel. Ja, gehen wir gleich runter. Ich zeige euch mal eine kurze Roomtour. Also wenn man hier reinkommt, ist das mal das Bett von mir, Philipp und Luisa in der Küche. Das war auch letztes Mal so. Hier haben wir eine kleine Küche. Wir werden jetzt die nicht zum Kochen nutzen, aber halt Kühlschrank ist wichtig. Was macht ihr denn da? Und ja, hier haben wir so einen Schrank. Haben wir die Sachen reingegeben. Der Maxi Der Buggies haben, Buggies, den Buggy haben wir hergestellt. Hier schläft Patrick und Michelle, oben und unten, keine Ahnung. Hier schläft dann Papa und Lara. Hier haben wir noch einen Balkon. Und hier ist das Badezimmer. Das ist ein bisschen größer sogar als das, was wir letztes Jahr hatten. Ja, auf jeden Fall ist halt Italien-Wipe halt, oder Michelle? Ja. Ja, na komm. Wir ziehen uns jetzt auf jeden Fall mal an und gehen runter. Der Philipp geht zum ersten Mal selber zum Wasser. Letztes Jahr war er noch ein kleines Baby, ausgestattet mit Oreo-Keksen. Komm bitte. Das sind jetzt unsere Liegeplätze. Liegeplätze, wie das bin. Für die nächste Woche. Aber Papa hat jetzt schon bezahlt. Voll cool, das ist wie die erste Reihe. Auf jeden Fall die teuerste, oder? Die erste Reihe. 140 Euro für 6 Tage. Aber das ist auf jeden Fall mit den Kindern muss. Weil da ist man genau, schaut mal. Hier ist niemand mehr vor einem und dann ist man direkt hier am Wasser. Philipp, auch T-Shirt ausziehen, geh mal ins Wasser. Das Wasser ist so warm. Wirklich? Das sagst du jetzt. Ich schwöre, es ist super warm. Wenn die Mama das sagt. Ja, wenn die Mama das sagt. Die Mama geht Hände waschen, die ganze Lava ziehen. Ja. Granite. Wie heißt das, Granite? Keine Ahnung, ich muss das bestellen. Ich habe mit dem Finger gesetzt. Bis. Ja, der Vater will was sagen. Ja. Hat der Papa 4 gesagt, anstatt. Du musst mir nur verarschen. Anstatt Papa, danke, dass du für uns was bestellt hast. Ihr nimmt mir nur auf den Schaufel. Max, aber. Wollt ihr auch? Nein. Ist ja gar kein Saft mehr drin. Kann ich auch mal trinken? Kann man nicht trinken, ist leer. Muss ein bisschen schmelzen, deswegen auch. Löffel essen. Ja, aber irgendwie geschmacklos, oder? Ja, weil der Philipp schon so rausgespürt hat. Er will sein Ding so. Entschuldigung. Ich habe die Seite gefragt. Ja, das geht auch. Ja, das ist das frühere Modell. Das ältere Modell. Ältere. Der Philipp auch Füße waschen? Oh, Baby, hilfst du ihm, Philipp? Schorsch-Wutze. Hier. Stand-up-Paddel später. Dann zu Hause wieder. Wir sind übrigens alle geduscht, meine Lieben. Und schon fresh.
Haare waschen habe ich heute nicht, denn ist doch nicht nötig. Ja? Ich bin müde. Nackert. Nee, nackert. Guck mal, ich bin echt müde. Wir sind jetzt essen. Wir haben so einen Hunger. Wir haben jetzt ein richtig schönes Restaurant gefunden. Mal schauen, wie wir das Video hier schneiden, weil hier ist überall Musik von links und rechts. Boah, das schaut mega cool aus. Oh mein Gott. Lecker. Alle haben schon zum Essen bekommen, nur ich und Mama nicht. Schaut so lecker aus, oh mein Gott. So, meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile schon den nächsten Tag. Wir haben gestern nicht mehr Tschüss gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren einfach kaputt. Wir haben die letzte Nacht davor nicht so lange geschlafen. Ich habe die letzte Nacht davor auch nicht so lange geschlafen. Also du auch nicht so wirklich. Wir haben einfach, ja, wir waren so müde und sind einfach sofort eingeschlafen, nachdem wir nach Hause gegangen sind. Ja, deswegen verabschieden wir uns von dem Vlog. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Vlog. Und heute machen wir mal kamerafrei, gönnen uns heute quasi nur nichts tun. Morgen nehmen wir euch dann wieder mit in einen Urlaubs-Bade-Alltag-Vlog. Genau, deswegen tschüss! Tschüss!